Dr. Rawlings, Mrs. Capwell ist da. Es ist sehr freundlich, dass ich ohne Anmeldung vorgelassen werde. Ich bin sehr beschäftigt, Mrs. Capwell. Glauben Sie denn ernsthaft, ich würde Sie belästigen, wenn es für mich nicht absolut wichtig wäre? Was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur Ihre Erlaubnis, um meine Tochter Kelly zu sehen. Ihre Tochter? Eigentlich meine Stieftochter. Ihre ehemalige Stieftochter, Mrs. Capwell, oder täusche ich mich da? Auch eine ehemalige Stiefmutter hat noch Verpflichtungen. Und die wird sie immer haben. Ich bin sehr in Sorge um Kelly. Seit sie hier ist, schlafe ich nicht mal mehr. Das wird sich bald ändern, Mrs. Capwell, denn Kelly ist fast gesund. Falls Sie es mir erlauben, Sie zu sehen, wäre ich sehr beruhigt. Das haben Sie doch schon mal getan. Ich weiß, aber aus medizinischen Gründen muss ich ablehnen. Und ein Familienbesuch? Selbst für Familienmitglieder gilt diese Anordnung. Eigentlich sind Kelly und ich nicht verwandt. Besuche sind nicht gestattet. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt, Mrs. Capwell. Doktor, ich akzeptiere ja Ihre Entscheidung, aber bestimmt können Sie mir ja eine Auskunft geben. Worüber? Über eine ganz bestimmte Angelegenheit. Ich glaubte, mich an nichts mehr zu erinnern, doch plötzlich, da fiel mir etwas ein. Falls Sie die Unfallnacht meinen, müssen Sie alles erzählen. Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen überhaupt hilft. Jeder Hinweis kann für mich wichtig sein. Sie wissen ja, ich war in dieser Nacht etwas benommen. Aber ich sah ein Fahrzeug, das mehrmals hin und her fuhr. Sehr gut. Haben Sie möglicherweise die Automarke erkannt? Na, Cruise. Oh la la, wer weiß, was ihr zwei gerade anstellt. Ich werde doch wohl nicht stören. Unsinn, Keys. Miss Wainwright hat neue Informationen über den PKW, der Eden angefahren hat. Roxanne? Hallo? Straßenseite. Wenn du dich beeilst, dann erlebst du eine wirklich heiße Show. Was wollen Sie denn nun eigentlich von mir wissen? Wann schätzen Sie, wird Kelly vor Gericht aussagen können? Wir müssen abwarten. Geht es ihr besser? Macht sie denn einige Fortschritte? Natürlich, aber es wird noch etwas dauern, bis sie vollständig gesund ist. Wie lange kennen Sie Kelly? Oh, einige Jahre. Dann müssen Sie ein paar Ihrer Freunde kennen. Ich glaube schon. Ich möchte mich auf keinen Fall in Ihre Arbeit einmischen, doch vielleicht ist es möglich, dass Sie die Rekonvaleszenz etwas beschleunigen und mit geeigneten Drogen nachhelfen, sodass Kelly bald in der Lage sein wird, vor Gericht zu erscheinen. Warum sind Sie eigentlich so daran interessiert, dass Kelly vor Gericht aussagt? Wie Sie ja wissen, besteht immerhin die Möglichkeit, dass sie wegen Mordes verurteilt wird. Möchten Sie ihr das wirklich zumuten? Ich kenne Kelly. Ich weiß, sie ist nicht schuldig und sie wird freigesprochen werden. Ihre Familie scheint aber nicht davon überzeugt zu sein. Weil Sie nicht wissen, was ich über Kelly weiß. Was denn? Eins ist sicher, sie ist bestimmt nicht in der Lage, ein Verbrechen zu begehen. Das können Sie mir glauben, ich kenne sie sehr gut. Deswegen will ich, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt. Ich garantiere Ihnen, dass hier für Kelly alles getan wird. In einer Sitzung erwähnte sie den Namen Pearl. Sagt Ihnen das etwas? Pearl ist Capwells Butler. Lediglich ein Angestellter. Ich frage mich, wieso sie über ihn gesprochen hat. Sagen Sie, was wissen Sie über ihn? Er liebt Austern. Er hat in einem Fischrestaurant gearbeitet.
Viel mehr weiß ich leider auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso ausgerechnet Pearl so wichtig sein sollte. Möglicherweise haben Sie recht. Meine Arbeit wartet. Es lässt sich doch sicher einrichten, Dr. Rawlings, dass ich Kelly ab und zu sehen kann. Denken Sie nicht? Wir werden sehen. Hoffen wir, dass Kelly bald gesund wird. Auf bald, Mrs. Capwell. Auf bald, Doktor. Danke für Ihre Mühe. Mrs. Capwell, vergessen Sie nicht, Ihren Besucherausweis am Eingang zurückzugeben. Ja, mache ich. Was soll das? Was möchten Sie denn von mir? Fehlt Ihnen was? Kelly? Ja, was wollen Sie sagen? Die Farbe des Wagens war kastanienbraun. Und er fuhr im Zickzackkurs die Straße entlang. Ich musste hupen, um ihn zu überholen, und zwar mehrfach. Und was passierte dann? Ich konnte noch sehen, wie er am Inspiration Point abbog. Das ist wirklich unglaublich. Unglaublich! Sie meinen doch nicht im Ernst, dass man Ihnen diesen Stoff vor Gericht abkaufen wird. Genau an dieser Stelle wurden Sie immerhin wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und haben auf den Polizeibeamten eingedroschen. Das weiß ich ja selbst alles. Trotzdem sage ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Bei dem Vollrausch, den Sie in dieser Nacht hatten, ist es ausgeschlossen, dass Sie sich an irgendetwas mit Sicherheit erinnern können. Jetzt reicht's aber! Lass Sie zufrieden, das ist hier keine Gerichtsverhandlung. Sie gibt uns lediglich Informationen, Keith. Jeder Hinweis könnte für mich von Bedeutung sein, also reg dich wieder ab, ja? Oh, meine Güte, wir haben doch genügend unerledigte Fälle. Unsere neue Pflichtverteidigerin sollte sich lieber damit beschäftigen. Wie lange willst du sie noch von der Arbeit abhalten? Bis wir fertig sind. Lass du dich dadurch nicht von deiner Arbeit abhalten. Oh nein, jetzt will ich auch das Finale sehen. Fein. Sahen Sie den Fahrer? Ich weiß es nicht, schon möglich. Bemerkten Sie weitere Einzelheiten? Erinnern Sie sich bitte. Es tut mir leid, ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Wie wahr? Trotz allem sind wir Ihnen für Ihre kleine Hilfe wirklich dankbar. Vielleicht könnten Sie sich jetzt wieder Ihrer eigentlichen Arbeit zuwenden. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ach, wirklich nicht? Nein. Wären Sie bereit, sich hypnotisieren zu lassen? Auf diese Weise könnten wir mehr erfahren. Ich wäre dazu bereit. Drehst du jetzt vollkommen durch Hypnose? Wenn jemand hypnotisiert werden muss, dann Eden. Sei nur ganz unbesorgt, mein Bester. Ich werde Eden schon noch hypnotisieren lassen. Doch da sie nun mal nicht hier ist, fange ich mit Julia. Hast du vergessen, weshalb Eden nicht hier ist? Weil du sie ohne mein Wissen und ohne mein Einverständnis weggeschafft hast. Obwohl du genau weißt, dass sie sich in Santa Barbara aufhalten müsste. Das war alles deine Idee. Wenn du mit mir darüber diskutieren willst, können wir das später tun. Jetzt spreche ich mit Miss Wainwright. Der Polizeihypnotiseur ist noch im Haus. Ich hoffe, dass er Zeit hat. Also gut. Ich erwarte von dir einen vollständigen Bericht über alles, was ich sage. Und noch was, Cruz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es richtig ist, was du tust. Das brauchst du mir nicht zu sagen, das und weiß ich. Und den Bericht will ich schnellstens. Klar? Charlie, hier ist Cruz. Würden Sie bitte Dr. McKenzie sagen, er möchte so schnell wie möglich in mein Büro kommen. Ich habe hier einen Fall, bei dem ich seine Hilfe benötige. Danke. Wenn Sie mir etwas über Kelly Capwell zu erzählen haben, dann tun Sie es bitte. Ich höre zu. Wer sind Sie? Bitte haben Sie doch keine Angst vor mir. Ich bin Kellys Stiefmutter. Ich bin in großer Sorge wegen Kelly, deswegen bin ich hier. Ich wollte Sie heute besuchen. Aber Dr. Rawlings hat es nicht erlaubt. Was ist los? Sprechen Sie doch, ich weiß, Sie Kelly! Können reden. Das sagten Sie bereits, werden Sie deutlicher. Na schön, wenn Sie nicht reden wollen, dann muss ich jetzt leider gehen. Gegangen! Was soll das heißen, gegangen? Wer denn? Kelly! Sie ist fortgegangen mit Pearl. Pearl? Oh, Sie meinen, dass Kelly mit Pearl weggegangen ist? Sind Sie sicher? Sind Sie absolut sicher? Also deswegen hat er mich nach Pearl gefragt. Finden Sie Kelly und Pearl. Sie müssen helfen. Verdammter Mist. Oh, Sie brauchen Hilfe. Ja, ich werde helfen, ja. Wenn ich kann. Danke für die Information. Aber zuerst werde ich unseren netten Doktor aufsuchen. Ja, Dr. Rawlings, ich will wissen, warum Sie mich belogen haben. Mrs. Capwell, was ist denn los? Ich will jetzt genau wissen, was hier vorgeht.
Bitte lassen Sie uns allein, Natürlich, Schwester. Natürlich, Doktor. Ich bin draußen, wenn Sie mich brauchen. Würden Sie mir bitte erklären, was das zu bedeuten hat? Kelly ist nicht mehr in der Klinik. Weswegen haben Sie mir das verschwiegen? Sie ist weggelaufen? Ein anderer Patient hat sie dazu angestiftet. Leonard Kupnick, genannt Pearl. Pearl? Was wollte er hier? Noch dazu unter falschem Namen? Eine lange Geschichte. Mein einziges Interesse ist, Kelly zu finden und zurückzubringen. Niemand weiß, dass sie vermisst wird? Weder ihr Vater noch die Polizei? Nein, nein, nein. Wir werden die Sache selbst in die Hand nehmen, denn ohne Geld und Ihre Ausweise dürften Sie nicht weit kommen. Ich denke, dass weitere Aktionen nicht nötig sind. Möchten Sie, dass ich Kelly finde? Wie denn, Mrs. Capwell? Ich denke, ich weiß, wo Sie sind. Ich werde Sie schneller finden können als Ihre Leute. Und so würde auch niemand erfahren, dass Sie verschwunden sind. Sie vermeiden sich viel Ärger, ganz bestimmt. Da haben Sie sicher recht. Ich verlange auch gar nicht viel dafür. Beschleunigen Sie nur Kellys Heilung. So dass sie aussagen kann. Sie geben nie auf. Niemals. Einverstanden? Ich beschleunige die Heilung nur, wenn Sie es schaffen, Kelly innerhalb der nächsten 24 Stunden hierher zurückzubringen. Das ist alles, was ich Ihnen versprechen kann. Vergessen Sie Ihr Versprechen aber nicht. Denn falls Sie das tun sollten, können Sie damit rechnen, dass ich äußerst unangenehm werde. Auf Wiedersehen. Ich melde mich. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf das Nummernschild. Fallen Ihnen weitere Ziffern oder Buchstaben ein? Ich weiß nicht. Ich sehe ein T. Es ist dunstig. Den Rest kann ich nicht erkennen. Nein. Das war sehr gut. Ich denke, wir kriegen nicht mehr. Schön, dann hören wir auf. Julia, ich beginne jetzt langsam zu zählen. Und wenn ich bei drei bin, dann wachen Sie bitte auf. Eins, zwei, drei. Wie war's? Sehr gut. Sie sagten, es war ein kastanienbrauner Wagen mit einem T im Nummernschild. Nicht viel, stimmt's? Ich war keine besondere Hilfe. Doch, es war sehr nützlich. Vielen Dank, Dr. McKenzie. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Ich wollte, es wäre mehr gewesen. Das war gut, es hilft mir. Haben Sie weitere Hinweise? Ich erwarte den Laborbericht über die Tatortuntersuchung. Möglicherweise bringt er mich weiter. Ich frage mich sowieso, wo er bleibt. Gut, ich werde mal schnell in mein Büro gehen. Bevor ich noch den größten Krach bekomme. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie meine Hilfe benötigen. Jedenfalls vielen Dank, wirklich. Ach, nicht der Rede wert. Auf bald. Wiedersehen. Charlie, hier ist Cruz. Ich warte noch auf den Fahrerfluchtbericht. War es gestern? Ich habe ihn nicht gekriegt. Ach, er hat Dienst? Schick ihn mir. Sie haben den Laborbericht nicht bekommen? Nein, wo haben Sie ihn abgegeben? Ich habe ihn gestern zu Ihnen nach Hause gebracht. Da Sie nicht da waren, gab ich ihn Ihrer Frau. Komisch. Ich nehme an, sie hat nur vergessen, ihn mir zu geben. Sie haben nichts verpasst. Am Tatort ist nur ein zerbrochenes Scheinwerferglas gefunden worden. Das ist doch immerhin etwas. Hören Sie, überprüfen Sie sämtliche Autowerkstätten und finden Sie heraus, ob jemand einen kastanienbraunen Wagen mit einem T im Nummernschild hat und einen defekten Scheinwerfer instand setzen ließ. Kann ich machen. Aber vielleicht ist es gar nicht notwendig. Wieso? Ein Junge hat angerufen. Er gab an, dass er den Unfall gesehen hat. Hol ihn her. Er will noch heute herkommen. Gut. Ich vernehme ihn. Na, Courtney, wie war die Reise nach Boston? Ganz nett, aber leben möchte ich dort nicht mehr. Was hat dich zurückgebracht? Wir oder das kalifornische Klima? Natürlich, ihr beide. Guten Morgen, Rosa. Ist Cici da? Werden Sie erwartet? Nein, aber ich möchte ihm etwas Wichtiges mitteilen. Sagen Sie es ihm. Er ist beschäftigt, aber ich würde Sie gern einmal kurz sprechen. Oh, nein. Nein, nein! Ich muss dich sprechen. Ich sagte ihr, dass Sie beschäftigt sind. Danke, Rosa. Ich erledige das selbst. Wie Sie wünschen. Bitte kommen Sie noch mal zu mir, bevor Sie gehen. Ja, das werde ich. Gut. Wie kannst du es nur wagen, uns hier zu belästigen?
Ich muss dir etwas Wichtiges sagen, Sissi. Du kannst uns auch anrufen. Geh und störe mich nicht beim Frühstück. Es ist äußerst dringend. Wieso? Hast du noch ein Video, das ich nicht sehen darf? Nein, darum geht es nicht. Doch es ist nur in deinem Interesse, wenn du mir trotzdem zuhörst. Aber mach es kurz, sonst wird mein Schinken kalt. Einen wunderschönen guten Morgen. Gina möchte uns etwas mitteilen. Bitte, Gina. Lasst euch durch mich bitte nicht beim Frühstück stören. Wie geht es Ihnen, Sophia? Danke, gut. Und Ihnen, Courtney? Danke. Schön. Jedem geht es hier hervorragend. Außer mir. Komm jetzt bitte zur Sache. Es geht um Kelly. Was ist mit Kelly? Zuerst muss ich euch bitten, dass ihr es für euch behalten werdet. Ah, ich wusste, dass da noch was kommt. Ich muss wissen, ob ich euch vertrauen kann. Wenn du etwas über Kelly weißt, dann sag es endlich und lass uns in Ruhe. Werdet ihr schweigen? Unglaublich. Ich komme eben aus der Nervenklinik. Kelly ist nicht mehr da. Das kann nicht sein. Was? Dr. Rawlings hat es zugegeben. Sie ist mit einem Patienten geflüchtet, mit Pearl. Was machst du nur mit mir? Hallo? Hallo, Teddy Boy. Wie gefällt dir denn meine Show? Wirklich sensationell. Einfach fantastisch. Ich komme also bei dir an. Und wie? Aber statt durch ein Fernglas sehen zu müssen, würde ich deinen Luxuskörper lieber richtig vor mir haben. Oder willst du mich bloß verrückt machen? Ist es nicht toll, eine neue Erfahrung zu machen? Sicher, Roxanne, aber schließlich wollten wir heute Abend etwas zusammen unternehmen. Das tun wir doch schon. Hör schon auf, ich will dich sehen. Du siehst mich doch. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ja, schon. Aber ich glaube, dass es so besser für uns ist. Ich denke nicht, dass es besser für uns ist. Weder für dich noch für mich. Ich komm rüber, ja? Oh nein, bitte nicht. Wieso nicht? Weil du alles zwischen uns zerstören würdest. Ach komm, schon zwischen uns war doch noch gar nichts. Aber ich denke, dafür wird es langsam Zeit. Hör zu, Roxanne. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich komme jetzt rüber zu dir. Nein! Also, ich wurde angehalten von dieser Patientin. Versteht ihr? Sie sprach mich einfach an und erklärte, dass Kelly zusammen mit Pearl verschwunden ist. Oh, ist wie lecker. Wahr? Hat Rosa die gebacken? Woher weißt du, dass diese Person die Wahrheit sagt? Ich denke, dass... Bitte, lass das liegen und erzähl uns von Kelly. Reg dich nicht auf. Du weißt doch, dass ich davon noch nie genug bekommen konnte. Erzählen Sie weiter. Ich ging also noch einmal in Dr. Rawlings Büro und bestand darauf, dass er mir die Wahrheit sagt. Schließlich gab er zu, dass Kelly, Pearl und noch ein weiterer Patient aus der Nervenklinik geflüchtet sind. Wann denn? Gestern, glaube ich. Was, man vermisst sie schon seit gestern? Offenbar. Es scheint, dass Pearl den Ausbruch organisiert hat. Hattet ihr gewusst, dass er sich dort aufhält? Ist das nicht merkwürdig? Woher weißt du, dass es ein und dieselbe Person ist? Das habe ich nur angenommen. Den Namen Pearl hört man nicht oft. Es ist Pearl, ich weiß es. Wieso bist du dir da so sicher? Pearl ließ sich in die Nervenklinik als Patient einliefern, um Kelly beizustehen. Heißt das, er hat sich dort freiwillig hinbegeben? Ja, das hat er. Wieso drängt er sich da einfach hinein? Dazu hat er keinerlei Recht. Onkel Sissi, er hat dir geholfen. Und wie? Indem er einfach mit dir wegläuft? Courtney, hör mal gut zu. Falls sich herausstellt, dass du diesen hirnlosen Idioten auch noch unterstützt hast, bitte, dann werde Onkel Sissi, bitte hör auf, über Pearl in dieser Weise zu reden. Er ist ein wundervoller, engagierter Mensch. Und ich bin in ihn verliebt. Roxanne!
Roxanne, lauf nicht weg. Also lass mich sehen, wer du bist, Roxanne. Glaubst du nicht auch, du solltest das Geheimnis lüften? Es war ja noch ganz amüsant, als du mit mir blinde Kuh gespielt hast. Aber langsam machst du mich verrückt, Roxanne. Warte doch, erklär mir doch endlich, wer du bist. Nicht hier und nicht jetzt. Dann sag wann, Roxanne. Ich werde zum Sender kommen. Nein, bleib hier. Natürlich, wie immer. Da sind sie ja. Also, Sie hatten recht. Ach, wirklich? Ja, beinahe. Ich habe mich daran erinnert, dass der Wagen kastanienbraun war und ein T im Nummernschild vorkam. Wissen Sie, das hätte ich Ihnen schon vorher sagen können. Ich tat es nicht, weil Sie sonst gedacht hätten, ich sei überheblich. Oh, würde ich nie denken. Lassen wir es dabei, denn bestimmt wollen Sie Ihren Schreibtisch aufsuchen und zu einer sinnvollen Arbeit zurückkehren. Aye, aye, Sir. Hallo? Wie geht's dir? Kies, mir geht es furchtbar. Endlich rufst du mich an. Ich versuche schon seit gestern, dich zu erreichen. Schon gut, ich habe deine Mitteilung bekommen. Es wird langsam brenzlig. Cruz hat was rausgefunden. Was denn? Er benimmt sich so komisch, Kies. Und zwar? Es ist nur so ein Gefühl, das ich habe. Ich kann es dir nicht erklären. Das bildest du dir alles ein, Santana. Nein. Letzte Nacht kam ein Polizist zu uns, um einen Laborbericht abzugeben. Ich habe ihn geöffnet und gelesen. In dem Bericht stand, dass man Bruchstücke eines Scheinwerfers gefunden hat. Und wie hat Cruz auf den Bericht reagiert? Ich habe ihn vor ihm versteckt. Weißt du, das war wirklich sehr dumm. Das war ein Fehler, glaub mir. Tut mir leid, es ist nun mal passiert. Ich wollte verhindern, dass er das mit dem kaputten Glas rausfindet. Du weißt ganz genau, dass ich den Scheinwerfer repariert habe. Natürlich weiß ich das alles. Aber Cruz wird es ganz sicher herausbekommen. Das wird er nicht schaffen. Es sei denn, du bist ängstlich und zerstörst alles. Versteh mich doch, ich habe Angst. Santana, also hör zu, wenn er dir irgendwelche Fragen stellt, benimm dich vollkommen normal. Verstehst du? Ganz unauffällig, hm? Das wirst du doch hinkriegen, oder was meinst du? Sag Cruz einfach, du hast den Bericht bloß vergessen und, mach, was du willst, aber sag ihm auf keinen Fall, dass du den Bericht gelesen hast, verstanden? Ja, ja, alles klar. Soll ich ihn von selbst auf den Bericht ansprechen? Nein, nein, bloß nicht. Er wird schon nach dem Bericht fragen. Oh mein Gott, wir haben ja gleich eine Verabredung. Verhalte dich so, wie wir es besprochen haben, und alles wird in Ordnung kommen, ganz sicher. Wenn du meinst. Geht's jetzt besser? Ja, doch ein bisschen. Na, großartig. Hey, warte mal, nur eins noch. Du weißt doch sicher die Nummer von deinem Auto. Bitte sag sie mir. Ja, sicher. Und wozu? Frag nicht, sag schon. Es ist die 1, glaube ich. S-A-T... 271. Was willst du damit? Nichts weiter. Reine Neugier. Wiedersehen. Hallo ihr da draußen, hier ist wieder der gute alte Teddyboy auf KUSB, eurem Lieblingssender. Wir haben für euch die heißeste Musik und viele faule Witze, die meisten davon auf meine Kosten. Also bitte lacht nicht so laut. Hier kommt doch schon der erste Song. Er heißt Change of Heart. Hallo, Schatz. Hallo. Bin ich zu spät? Oder hast du etwa unsere Verabredung vergessen, Cruz? Ehrlich gesagt, ja. Tut mir leid, Liebling. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
Bei deiner vielen Arbeit kann das schon mal passieren. Wir können doch auch jetzt noch gehen. Tut mir leid, aber heute geht das nicht, Santana. Wieso musst du mich enttäuschen? Du sagst neuerdings oft ab. Ja, ich weiß, du hast recht, doch ich erwarte einen Zeugen in der Fahrerfluchtsache. Oh, wirklich? Ja. Das ist fantastisch. Hoffentlich. Er wird gleich kommen und ich muss noch seine Aussage aufnehmen. Ja, ich verstehe. Wer ist es? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist nur irgend so ein Junge. Hat er den Unfall selbst beobachtet? Das weiß ich auch noch nicht. Wieso hat sich dieser Junge denn jetzt erst bei dir gemeldet? Woher soll ich das wissen? Alles in Ordnung? Wieso fragst du das? Du wirkst so beunruhigt. Ich bin müde, sonst nichts. Und ich habe die letzte Nacht kaum ein Auge zubekommen. Das hast du doch auch gemerkt, oder nicht? Das geht doch jetzt schon eine ganze Weile so. Ich frage mich bloß, was dich bedrückt. Hattest du nicht auch schon mal schlaflose Nächte, obwohl überhaupt kein Grund vorlag? Ohne irgendeinen Anlass? Kannst du so fahren, hm? Der Wagen steht zu Hause. Es wäre nett, wenn du mir ein Taxi rufst. Einer von meinen Leuten könnte dich nach Hause bringen. Nein, das will ich auf keinen Fall. Hör zu, mir geht's gut. Ich werde in die Stadt gehen und allein essen, okay? Anschließend fahre ich dann nach Haus. Castillo? Wieso ist er dort? Nein, ich fahre schon hin. Sagen Sie ihm, er soll warten. Ja. Tut mir leid, ich muss sofort gehen. Mein Zeuge ist leider auf dem falschen Polizeirevier gelandet. Ich werde ihn schnell abholen. Gehst du gleich mit? Nein, ich würde gern noch bleiben und telefonieren. Ich hatte vergessen zu fragen, um welche Zeit ich Brandon abholen muss. Natürlich, das kannst du gleich hier erledigen. Ich sehe dich dann später zu Hause, ja? Sicher. Viel Glück mit dem Zeugen. Danke. Und beruhige dich. Ja, das werde ich. Ja, würden Sie mich bitte schnell mit Keith Timmons verbinden? Keith, hier spricht Santana. Nein, nein, ich bin nicht zu Hause. Ich rufe dich direkt aus dem Büro von Cruz an. Könntest du bitte umgehend herkommen? Es ist etwas passiert. Ist gut. Was ist los? Hat er den Bericht gelesen? Nein, nein. Vorhin meldete sich ein Zeuge, der den Unfall gesehen hat. Möglicherweise hat er uns auch gesehen und dann wird er uns identifizieren. Was? Cruz fährt gerade zu ihm. Wo stecken Sie denn bloß? Wonach suchst du eigentlich? Meine Pillen! Oh, da sind sie. Kies, ich brauche Wasser. Warte, wo doch, finde ich Wasser? Du kriegst sofort Wasser. Hier ist Wasser. So. Das haben wir gleich. Hast du sie alle? Natürlich, hier sind sie. Und ich bitte dich ausdrücklich, dich nicht so gehen zu lassen. Du fühlst dich schuldig und du verhältst dich auch fast schon so, als wärst du schuldig und, Ich bin schuldig und du genauso und Cruz wird es rausfinden. Bis jetzt haben wir doch alle Probleme bewältigt und das bleibt auch in Zukunft so. Du sprichst über den Scheinwerfer und sofort gehe ich los und repariere. Und was ist mit diesen Zeugen? Ich werde im Gerichtssaal mit jedem Zeugen fertig. Und wie? Es gibt genug Wege. Du hörst dich so kaltblütig an. Ich will nicht verlieren. Wirst du die Nerven behalten? Ich erkenne dich aber nicht wieder, Keith. Es geht nicht anders, verstehst du mich? Entweder wir übernehmen die Verantwortung und verzichten auf alles, oder wir retten unsere Köpfe. Ich will doch bloß die Zukunft, für die ich gearbeitet habe, und nicht ein Leben in einer Gefängniszelle. Willst du das nicht ebenfalls, Santana? Ich will unbedingt Kinder haben und alles, was ich mir je erträumte. Wir hatten nicht die Absicht, jemanden zu verletzen. Und wir wussten nicht, dass Eden das Opfer war. Oh, Kies, ich wünschte, wir könnten das alles wieder rückgängig machen. Das geht leider nicht, verstanden? Jetzt geh heim. Beruhige dich bitte und warte auf deinen Mann. Er wird was merken. Nicht, wenn du dich ganz normal verhältst. Küss ihn, lieb ihn, mach, was dir auch immer einfällt und erzähl ihm meinetwegen Witze. Oder geh mit ihm zum Baseball. Sei einfach liebevoll, du machst das aber schon. Aber wenn Cruz mich ständig beobachtet, kann ich das nicht. Hör zu. Wenn du dich nicht bemühst, sind wir verloren. Chris, ich weiß, dass ich das allein auf keinen Fall schaffe. Ich brauche Hilfe. Jemanden, der für mich entscheidet. Sei ganz ruhig. Ich bin ja bei dir. Wir stehen das gemeinsam durch. Gut, ich versuche stark zu sein. Dann geh jetzt nach Hause, liebe Mädchen. Das werde ich. Ich bin bei dir. Wir treffen uns doch morgen, nicht wahr? Mhm. Ja, natürlich.
Ja? Ich möchte Joe Stern. Ja, dringend. Joe, hier ist Keys. Könntest du für mich umgehend die Zusammensetzung einer Pille untersuchen? Eine Allergiepille. Doktor, ich muss Ihnen sagen, Sie kriegen verdammt viel Ärger, wenn Kelly nicht bald wieder auftaucht. Nicht nur Sie, auch Ihre Klinik. Mr. Capwell, bitte unterlassen Sie diese Erpressung. Mein einziges Interesse ist immer das Wohl meiner Patienten. Ich bin ganz sicher, dass Sie inzwischen auch erfahren haben, dass einer von Kellys Bekannten alles ausgeheckt hat. Er heißt Pearl. Ja, doch ich frage mich, wieso Sie diesen Mann überhaupt als Patienten angenommen haben. Unglaublich! Dann kennen Sie diesen Pearl? Ja, er war mein Chauffeur und Butler, bis er gekündigt hat. Ich befürchte, dass dieser Mann Kelly bedroht. Nein, das können wir mit Sicherheit ausschließen. Er hat zwar auf eigene Faust gehandelt, aber er wollte Kelly bloß helfen. Davon bin ich überzeugt. Ach ja. Haben Sie schon die Polizei verständigt? Nein, nein, das scheint mir verfrüht. Unsinn! Sie hätten die Polizei schon vor Stunden verständigen müssen, Doktor! Ich werde das übernehmen. Wenn die Polizei informiert ist, werde ich die Presse wohl kaum bremsen können. Das wird mit Sicherheit unbequem werden. Einige meiner Leute suchen schon nach Kelly. Falls Sie sie bis heute Nacht nicht finden, verständige ich die Polizei. Also gut, Doktor. So lange warte ich noch. Doch informieren Sie mich. Dieser Pearl, wohnt er damals eigentlich auch in Ihrem Haus? Nein, er hat eine eigene Wohnung. Hier ist jemand, der seine Adresse kennt. 255 Harbor Street. 255 Harbor Street. Und bitte rufen Sie mich an. Was wolltest du eigentlich von Kelly, Gina? Wenn ich sie nicht besucht hätte, wäret ihr alle noch ahnungslos. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Du stehst ihr doch nicht nahe. Also wieso? Weil ich etwas herausgefunden habe. Kelly ist im Moment für mich unglaublich wichtig. So. Sie waren also draußen am Inspiration genau. Point. Ich parkte dort mit meiner Freundin. Etwas entfernt von uns stand dieses Auto. Und auf einmal schoss die Kiste los wie bescheuert. Klasse, endlich gibt mal einer richtig Gummi, dachte ich. Aber dann wirbelte die Kiste ganz plötzlich wie blöd herum. Und ich sagte zu Maureen, das ist meine Freundin, okay? Irre, ey, das ist kein Auto, das ist ja ein Düsenjäger. Erkannten Sie den Wagentyp? Naja, war ganz schön diesig. Aber ich glaube, es war ein 86er Olds Cutlass. Kastanienbraun. Erkannten Sie das Autokennzeichen? Na, wissen Sie, dafür fuhr sie einfach zu schnell. Sie? Ja, am Steuer saß eine Frau. Eine Frau am Steuer? Ja, ja. Sie war dunkelhaarig und sie beugte sich so komisch über das Steuer, als ob sie weinen würde. Na ja, vielleicht war sie ja auch nur betrunken. Und war sie allein? Ja, sonst habe ich niemanden gesehen. Egal, den Wagen hatte sie nicht unter Kontrolle. Ich sagte zu Maureen, hey, die Dame da, die wird garantiert einen Unfall bauen. Und sonst bemerkten Sie nichts? Ist doch eine Menge, oder? Vielen Dank, dass Sie der Polizei freundlicherweise diese Informationen lieferten, Mr. Hatton. Tja, hat mich gefreut. Ja, hoffentlich kommen Sie damit weiter. Oh ja, wir melden uns wieder. Okay. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Schon möglich. Und viel Glück. Können wir gebrauchen. Eden Capwells Zimmer, bitte. Eden, ich bin's. Gut, hör mal. Ich muss dir eine Frage stellen. Beantworte sie aufrichtig. Wieso warst du eigentlich am Strand in der Unfallnacht? Gina, wollten Sie gehen, ohne mit mir zu sprechen? Nehmen Sie es nicht persönlich, Rosa. Ich habe es nur vergessen. Was wollten Sie denn? Durch Sie kam mein Name in den Fernsehnachrichten. Sie haben mich beschuldigt, dass ich durch mein Rezept Leute eine Vergiftung zugezogen haben. Nein. Wie konnten Sie das tun? Ich habe den Leuten nur mitgeteilt, dass es Ihr Rezept ist. Das ist doch wahr, oder? Wahr ist, dass Sie es von mir gestohlen haben. Sie können es zurückhaben. Und die Anklagen dazu. Ich bin fast so weit, Sie vor Gericht zu bringen. Noch nie ist irgendjemand durch meine Rezepte erkrankt. Wovon sollen die Leute denn sonst krank geworden sein? Nein, Sie haben nachlässig gearbeitet.
Ganz bestimmt haben sie vergessen, die Zutaten zu kühlen und waren auch sonst schlampig. Wer will das beweisen? Niemand kann es. Und trotzdem glaubt man, mich anklagen zu müssen. Sie sind nicht die Einzige, die sich mit Mrs. Capwell anlegt. Egal, bald werde ich genug Geld haben, um jedermann auszahlen zu können. Sie und Ihre billigen Träume. Den Namen Capwell und mein Rezept haben Sie nämlich nur geraubt. Alles, was Sie können, ist stehlen, Gina. Sie sind ein ganz gewöhnlicher Dieb. An mir ist überhaupt nichts gewöhnlich. Oh, hier, bitteschön. Es ist extra für Sie. Wir laden Sie hiermit zur Hochzeitsfeier ein von Mr. Channing Creighton Capwell und der Comtessa Sophia Amonti. Wir bitten Sie in das Capwell-Palais, Park Lane Montecito. Oh, Cruz, ich freue mich, dass du zum Mittag nach Hause kommst. Wenn du willst, kann ich dir was zu essen machen. Nicht nötig, danke. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob gestern ein Bericht abgegeben wurde. Oh ja, tut mir leid. Ja, gestern Nacht. Ich habe ihn weggelegt und dich nicht informiert. Kann ich ihn sehen? Ja, natürlich, sofort. Ich hoffe, ich habe dir dadurch keine Unannehmlichkeiten bereitet. Hast du ihn gelesen? Nein, wieso denkst du das? Es sieht so aus, als wurde der Brief geöffnet. Und, wie fühlst du dich jetzt? Oh, viel besser, Cruz, wirklich. Ich habe gerade daran gedacht, etwas spazieren zu gehen. Ich wollte etwas frische Luft tanken. Du warst doch gerade draußen. Ja, aber es schadet doch nicht nochmal. Ich dachte, du wolltest Brandon abholen. Er ist zurzeit bei Mama, Cruz. Ich sah deinen Wagen in der Garage stehen. Er ist dreckig. Ich weiß. Ich hatte eigentlich daran gedacht, ihn waschen zu lassen, falls ich noch ausgehe. Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn du mitkommen könntest, aber deine Arbeit erlaubt es ja nicht. Aber später vielleicht, wenn du Lust hast, gehen wir zu einem Baseballspiel. Du und Baseball? Ja, wieso denn nicht? Wir könnten... Ich werde mir den Rest des Tages wahrscheinlich frei nehmen. Bestimmt wird das möglich sein. Wirklich, Cruz? Das kannst du dir einrichten? Ja. Ist doch besser so. Ich möchte heute nämlich nicht mehr länger arbeiten. Ich bleibe hier. Das ist wirklich sehr nett von dir. Oh, Cruz, ich wollte dich noch fragen, wie es mit dem Zeugen gelaufen ist. Hast du was rausgefunden? Nichts Konkretes. Er hat nur einen kastanienbraunen Wagen am Tatort vorbeifahren sehen. Oh, nicht gerade berauschend. Von diesem Typ gibt es doch unglaublich viele. Ich selbst fahre ja einen. Ja, das stimmt. Du fährst so einen. Weißt du was, Cruz? Wieso fahren wir jetzt nicht einfach in Richtung Strand? Bestimmt können wir dort irgendwo in Ruhe Abendessen. Wäre das nicht schön? Wieso nicht? Ich brauche eine Minute. Tut mir wirklich leid, Marsha. Auch den anderen Anrufern habe ich es nicht beantwortet und sie alle haben dieselbe Frage gestellt. Also sollte noch jemand wissen wollen, ob ich heute mit Roxanne ausgehe, dann wird schleunigst aufgelegt. Hallo? Hallo, Sie reden mit Ted Capwell auf KUSB. Hier spricht Roxanne. Einen Augenblick. Wir haben offenbar mal wieder ein Problem mit dem Telefon, also geht es weiter mit etwas heißer Musik. Los geht's. Ja, Roxanne? Bist du noch da? Ich bin hier. Jetzt sag mir doch endlich, warum ich dich nicht sehen darf. Weil es vorbei ist, Ted. Wir werden uns nicht mehr treffen und auch nicht mehr miteinander spielen. Und wieso nicht? Etwa weil es mir nicht reichte, dich nur durchs Fernglas zu sehen? Ich habe erkannt, dass es falsch war. Es darf nicht sein. Warum denn nicht? Roxanne, wer bist du eigentlich? Prinzessin Diana incognito? Roxanne, ich möchte einfach nur gern verstehen, warum du so ein Geheimnis daraus machst, mir zu sagen, wer du bist.
Leb wohl, Roxanne. Und herzlich willkommen, Jane. Du schaffst es auch ohne ihre Hilfe. Ganz bestimmt. Nein, es macht mir natürlich nichts aus, meinen Wagen zu nehmen. Aber wenn wir sonst ausgehen, nehmen wir immer deinen. Heute Nacht machen wir eine Ausnahme. Soll ich fahren? Ja. Wie läuft der? Ich bin zufrieden. Aha. Ich öffne das Tor. Warte mal eine Sekunde. Santana, du zwingst mich zum Äußersten. Wieso? Hör genau zu. Mein Zeuge hat eine dunkelhaarige Frau an dem Steuer des Wagens gesehen. Und Julia Wainwright, die zufällig auch am Tatort war, sah, wie ein Auto am Inspiration Point wendete. Auch sie identifizierte ihn als kastanienbraun. Außerdem gab sie mir den Hinweis, dass das Nummernschild ein T enthält. Hast du eine Ahnung, mein Lieber, wie viele PKWs so ein T haben und wie viele davon kastanienbraun sind? Hunderte, ja bestimmt. Und mein Scheinwerfer ist vollkommen... vollkommen restauriert. Oder kennst du ihn doch, den Bericht? Cruz, du sprachst von dem Scheinwerfer. Ganz bestimmt. Was soll denn das? Wieso verwirrst du mich denn? Weißt du, Santana, nach der Reparatur eines Scheinwerfers, da... nun ja, da brennt der neue immer besser als der alte, das weißt du. Er ist heller. Sollen wir es kontrollieren? Tu doch, was du willst. Du warst es. Nicht wahr?